Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Lienbacher, Pöntin aus Karlsruhe, bekannt als Mr. T. Hat was für euch, und zwar, was hat er hier für euch? Ja, das Oberschenkelknöchelchen. Und was haben wir hier? Ah, er weiß es, ich weiß es. So, und ihr seht natürlich hier natürlich auch mal schön, wie sowas aussieht, wie so ein Gelenk, wenn mal keine Muskulatur außenrum dran ist, was da so alles ist. Und da könnt ihr euch auch vorstellen, wenn man jetzt mal das so hinstellt. So, und wenn ihr natürlich jetzt hier saubere Bewegungen habt, ne? Schöne saubere Drehbewegungen in der Hüfte, das heißt einfach bei der Beugebewegung schön sauber und kontrolliert, bei der Aufrichtebewegung sind sauber kontrolliert, entstehen natürlich bedingt durch den Lastenrücken, bedingt durch den Hebel und auch durch das Oberkörpergewicht, entsteht natürlich hier schon auch ein aktiver Stress, der darf ja auch sein. Anhand dieses aktiven Stresses passt sich natürlich auch entsprechend die Muskulatur, die hier außen rum ist, Po-Muskulatur, Oberschenkelmuskulatur, das passt sich natürlich alles entsprechend den Belastungen an. Und die Gelenke sind natürlich schon sehr stabil, sieht man ja auch. Es gibt natürlich Powerlifter, Kraftdreikämpfer, die hier mit Tonnen von Gewichten arbeiten und natürlich auch nicht gleich ein Gelenksproblem haben, sondern Gelenksprobleme entstehen in der Regel durch Fehlbelastungen oder natürlich von Natur aus durch Fehlstellungen in den Gelenken, was natürlich auch mal vorkommen kann. Aber in den allermeisten Fällen ist es nichts anderes wie auch fahrlässig. Es werden Bewegungen unkontrolliert ausgeführt. Exzentrischer Bewegungsablauf ist der nachlassende Bewegungsablauf, zum Beispiel in der Kniebeuge, wenn er nach unten geht, dass dieser exzentrische Bewegungsablauf nicht gesteuert wird. Jetzt rechnen wir einfach mal aus. 100 Kilo Kniebeuge, das heißt 100 Kilo Last auf dem Rücken. Dann haben wir noch ein Körpergewicht, auch mal glatte 100. Dann nehmen wir mal 65-70% dieses Körpergewichts, weil ab dem Kniegelenk aufwärts müssen wir auch einen Teil des Körpergewichts rechnen, das wir dann nachher wieder gegen die Schwerkraft nach oben heben müssen. So, und jetzt lassen wir die schön nach unten sausen, völlig unkontrolliert. Ihr habt es alle schon gesehen, der ein oder andere, dem ist es auch schon passiert im Studio, ihr habt es schon gesehen. Und dann kommen natürlich hier unten 100 Kilo plus zum Beispiel noch 70 Kilo, 170 Kilo unten an, in einem Punkt, wo ein relativ großer Hebel ist zwischen Ober-Unterschenkel und natürlich auch oben der Hüfte. Wir müssen natürlich dann eben unter dem Umkehrpunkt eine viel höhere Last absichern, als tatsächlich nötig gewesen wäre. Der Kosten-Nutzen-Faktor ist dann ungünstig. Es ist nicht so, dass man, wenn man die Übungen so bescheiden technisch ausführt, einen höheren Gewinn im Bereich des muskulären Aufbaus hat oder auch der allgemeinen Fitness, auf gar keinen Fall, sondern genau das Gegenteil. Die Summe dieser Fehlbelastungen ergibt oder kann einen frühzeitigen Gelenkverschleiß ergeben. Und genau aus diesen Gründen sollte man es nicht tun. Ganz einfach, Punkt, Schluss. Man sieht gerade immer sehr viele junge Männer, die natürlich irgendwo im Internet irgendwelche Heroes gesehen haben, die natürlich mit brachialer Gewalt auf Teufel komm raus ein rein ergebnisorientiertes Training betreiben, ohne Rücksicht auf Verluste. Natürlich müssen wir das alles nachmachen, weil es sieht ja spektakulär aus. Das sieht ja richtig gut aus und der hat ja auch noch viel Muskelmasse. Also wenn der das so macht, muss ich das nicht auch so machen, logischerweise. Genau das ist der falsche Weg. Der richtige Weg ist, langfristig zu planen, und dazu gehört auch eine saubere Trainingstechnik. Dass hier in diesen Bereichen kein zu großer Stress entsteht, kann man sich ja vorstellen. Wenn man hier natürlich hier ruckartige Bewegungen macht, ist natürlich viel größerer Stress an diesem Anteil der Gelenke, wie tatsächlich entstehen müsste. Und somit Kosten-Nutzen-Faktor ungünstig, also warum wir es so machen, lassen wir es sein. Das war's schon, Andreas Trienbacher, ganz schnell zum Thema trainiere anständig und du wirst hier das, was dein Leben lang wichtig ist, bis ins hohe Alter auch schon und entsprechend dessen natürlich auch viel Spaß an deinem Training haben. Bis dahin, macht's gut. Immer aufpassen beim Training, anständig sein und immer auf den Mr. T hören. Dann läuft das alles wunderbar.